Musikuhrgeschichte Nummer 9 widmet sich den Aerophonen. Sie haben gesehen, wir brauchen nicht viel dafür. Wir brauchen eine Röhre, wir brauchen Luft. Das, alles, was mit Luft klingt, sind die Aerophone. Aber zunächst, wie gewohnt, ein paar Folien zur Wiederholung. In der letzten Stunde hatte ich mich beschäftigt mit dem Membranophon, also alles, was damit funktioniert, dass ein Gefäß mit einer Membran bespannt wird. Wir haben gesehen, es geht um die vielen Arten von Schlagtrommeln. Es gibt aber auch Zupftrommeln. Davon hatten wir gesehen, gibt es keine archäologischen Beispiele, sondern nur ethnografische. Hier unten im Bild sehen Sie zwei dieser Instrumente. Ansonsten hochinteressant sind die Reibetrommeln, der Brummbass oder Rommelpott, der eine große Rolle spielt, vor allem in den Niederlanden und im Rheinland. Wir haben gesehen, es gibt hier diese eine Ofenkachel aus dem 17. Jahrhundert. Und ansonsten über die flämischen alten Meister sind diese Musikinstrumente sehr gut dokumentiert. Und dann haben wir eine lange Lücke und springen in die späte Bronzezeit nach Mesopotamien. Und dort haben wir in den Keilschrifttafeln ein Instrument erwähnt, was Al-Gassur genannt wird. Und wo die Beschreibung darauf hindeutet, dass es sich auch um so eine Art Instrument handelt, wo wir eine Trommel haben, wo eine Schnur rausgeht, die man irgendwie anreibt. Und möglicherweise handelt es sich hier um den ältesten Beleg schriftlich für so ein Instrument. Bildliche Darstellung, ansonsten haben wir keine Instrumentenfunde, selbstredend auch nicht. Dazu gehören dann auch zu den Membranophonen die große Gruppe der Ansingtrommeln, Mirlitons, von der Tröte hier über diese Luftschlangen bis zum Brotpapier über dem Kamm. Das sind diese Instrumente und dieser Kamm, auf den man bläst, dient mir auch dazu, eine kurze Kulturgeschichte der Kämme zu umreißen. Da sind wir hier gut gesegnet in Mitteleuropa durch die Pfahlbaufunde, frühe Exemplare aus Holz. Und dann vor allen Dingen in den Metallzeiten haben wir die dann auch aus den verschiedensten Metallen bis zu den goldenen Kämmen der Skythen. Dann ging es um die Schlagtrommeln. Sie sehen es hier nach der Systematik hier aus einem Musiklexikon. Verschiedene Arten von Verschnürungen der Membran. Es gibt verschiedene Einrichtungen, diese Trommeln zu stimmen. Sie können beidseitig geschlagen werden, sie können gedeckt sein. Man kann diese Instrumente mit den Händen schlagen. Man kann Schlägel benutzen, Besen. Eine besondere Eigenart ist hier nochmal die Rasseltrommel. Also Trommeln, die beidseitig bespielt werden können und wo zwei Bommeln dranhängen, die man so in der Hand kreisen lassen kann. Und die Schläge zu bedienen, auch das ist möglich. Dann hier eine Folie, die nochmal zusammenfasst, die Trommeln des Neolithikums in Mitteleuropa, hier vor allen Dingen aus dem Mittelelbe-Saale-Gebiet, die Salzmünder-Gruppe, da aus verschiedenen Siedlungs- und Grabzusammenhängen diese Trommeln, dann Walter-Nienburg, Bernburg. Ich hatte darauf hingewiesen, dass vor allen Dingen die Aussparung der Zierzonen maßgeblich sind dafür, dass wir diese Gegenstände als Trommeln interpretieren. Oben, wo die Membran drauf ist, sind sie unverziert und unten der Fuß ist sehr reich verziert unter Aussparung dieser Einschnürungszone, wo wir davon ausgehen, dass die nicht ornamentiert sein muss, weil ja der Spieler die Trommel unter den Arm klemmt. Und dann interessanterweise auf der Innenseite dieses Doppelkonus haben wir dann Verzierungen, weil man natürlich dem Betrachter dann die Rückseite der Trommel zuwenden kann. Ich hatte Ihnen eingeführt diesen besonderen Befund, den Grabhügel von Pasarik II im Altaigebirge. Eine skythische Bestattung, wunderschöne Erhaltung von organischen Gegenständen, Möbel, Trachtausstattungsgegenstände. Die Bekleidung dieses Mannes sind erhalten und auch zwei Musikinstrumente, von denen hier im Zusammenhang mit dem Membranophon diese Trommel aus Rinderhorn von Bedeutung war. Ja, so viel zur Wiederholung. Und schlagen wir jetzt das große Kapitel der Aerophone auf in der Systematik von Moritz von Hornbostel und Kurt Sachs wäre das die Nummer 4. Und da zunächst deren Gruppe 4.1, die sogenannten freien Aerophone. Freie Aerophone sind all diejenigen Gegenstände, die durch Schwingen in der Luft einen Ton erzeugen. Also zunächst mal nicht Instrumente, in die wir reinblasen und dann einen Ton erzeugen, sondern alles, was sozusagen ausschließlich diese eigentlichen Blasinstrumente funktioniert. Wir sehen hier einfache Beispiele, einmal hier aus Kill Bill, nicht diese Schwerter, da ist natürlich nachsynchronisiert worden, aber wenn die da so rumfuchteln mit ihren Samurai-Schwertern und dann dieses nicht, das wäre so etwas, was in die Gruppe der freien Aerophone gehört. Und dann natürlich der Peitschenknall ist auch so etwas, was hier in diese Gruppe gehört. Das wäre ein klassisches Ablenkungsaerophon. Und hier sehen Sie mal eine Aufnahme hier in Ultrahochgeschwindigkeit
nicht, wie das funktioniert. Also die Peitsche hier schwingt so aus. Und dann hat sie hier einen Wendepunkt und hier wird die Luft komprimiert. Und dadurch entsteht dieser Knall, dieser charakteristische, der nun diesen Sound erzeugt. Also das wäre ein klassisches Ablenkungsaerophon. Ihr könnt sich vorstellen, in der Archäologie hätten wir zahlreiche dieser Gegenstände. Dann kommt eine hochinteressante und sehr, sehr wichtige Gruppe, die ganz, ganz viele Musikinstrumente, die wir heutzutage haben, bestimmt. Das sind die sogenannten Unterbrechungsaerophone. Da gibt es eine kleine Untergruppe, die sogenannten selbstklingenden Unterbrechungsaerophone oder Zungen. Das sind all diese Instrumente, hier oben sehen Sie es in der Grafik, die so funktionieren, dass man hier eine kleine Zunge hat, die nun schwingt und der Ton entsteht dadurch, dass die Luft hier durchgeht und jeweils unterbrochen wird, indem diese Zunge einmal rein und einmal raus schwingt, also maximal, minimal und hier in Ruhelage gerät und dadurch entsteht im Prinzip das Geräusch. Und genau aus diesem Grund ist das kein angeblasenes Idiophon, wie ich auch lange Zeit glaubte, sondern die physikalische Art der Tonerzeugung ist hier grundsätzlich anders als bei den Idiophonen. Es ist tatsächlich ein Aerophon, denn die Luft erzeugt den Klang. Und zwar dadurch, dass der durchgehende Luftstrahl unterbrochen wird durch diese Zunge. Und in gleicher Weise funktioniert dann zum Beispiel unsere Fahrradhupe oder beim Auto, die traditionellen Hupen, nicht, das ist auch nichts anderes, da haben wir so eine kleine also Zunge drin, die so als Unterbrechungs-Aerophon funktioniert. Und wenn man diese Sachen dann in Reihe schaltet, kann man sie entweder mit einem Balg anblasen, also beim Akkordeon, oder man kann sie auch anblasen. Hier sehen Sie verschiedene Arten von Mundharmonika. Leider Gottes ist der archäologische Befund auf diesem Gebiet äußerst schütter. Also wir müssten im Prinzip erst in die frühe Neuzeit gehen. Selbst das Mittelalter bedient uns hier nicht mit dieser Gruppe. Es ist ganz klar, wir haben kaum eine Chance in den Zeiten, bevor das Metall verwendet wurde für die Musikinstrumente. Und auch da tauchen diese selbstklingenden Unterbrechungsaerophone erst vergleichsweise spät auf. Insofern spielen sie hier fast keine Rolle für die Archäologie. Ich habe sie Ihnen hier nur deswegen untergebracht, weil sie für die Systematik innerhalb von Hornbostel und Sachs doch eine große Rolle spielen, da auch sehr, sehr viele Instrumente vorkommen. Und als kleine Entschädigung, wie in der letzten Woche mit den Zupftrommeln, nicht wird uns das Ausgangsstück hier noch einmal mit diesen selbstklingenden Unterbrechungsaerophonen, da werden wir die Mundharmonika hier gespielt hören. Auch im archäologischen Kontext so gut wie nicht nachweisbar sind dann diese Wandelaerophone, die ich Ihnen hier auch der Vollständigkeit halber bringe. Das funktioniert so mit Druckluft, die hier auf eine Scheibe geht, die dann so verschiedene Durchbohrungen hat. Sie können sich vorstellen, wenn sich das Ganze dreht in hoher Geschwindigkeit, entsteht da so ein Ton, der so glissandiert nach oben. Und das ist dann unsere klassische Sirene, die hier vor Feueralarm und sonstigen Gefahren warnt. Hier das Ganze mal in der Darstellung sehen Sie einen Mann hier, der mit so einer Druckluftpistole hier Musik machen kann. An so einer Lochscheibe, nicht auch hochinteressant, so ein ganz modernes Wandel-Aerophon. Ja, dann kommen wir zu einer großen Gruppe, die hier wiederum sehr interessant ist für die Archäologie. Ich habe Ihnen da auch mal was mitgebracht. Nicht? Wir wären dann bei den sogenannten Wirbel-Aerophonen. Ich hoffe, ich kann das jetzt hier ganz schnell einfädeln. Ich muss hier meine Finger durchkriegen. Jetzt haben wir hier so gut verwirbelt, dass ich gar nicht reinkomme. Ja, Sie nehmen einfach einen Knopf und fädeln den auf eine Schnur. Und ich müssen dann dafür sorgen, dass diese Schnur dann irgendwie verknotet ist. Und dann haben Sie im Prinzip ein Wirbel-Aerophon. Das funktioniert sogar auf Anhieb. Nicht so ganz elastisch, kann man hier ziehen. Und wenn man dann diesen rotierenden Knopf hier auf die Tischplatte macht, dann kann man das Ganze kombinieren. Dann hätte man so ein Wirbel-Aerophon, also der den Sound einfach nur erzeugt durch das Verdrehen dieses Knopfes und das Ganze hier aufschlagend dann in Kombination mit einem Idiophon. Nicht, das sind diese sogenannten Schnurrer. Sie sehen hier ein ethnografisches Beispiel, ein kleiner Junge in Afrika, der nun so ein
Stab hier aufgefädelt hat, den er auch genau mit der gleichen Technik hier zum Schwingen bringt. Sie können sich dann vorstellen, wenn man das Ganze hier mit solchen, ja, entweder als Brettchen das Ganze gestaltet oder solchen Zinken hier noch ausgesparte kleine Zacken, dann verwirbelt da noch stärker die Luft und dann haben wir einen größeren Höreffekt. Auch die Jojos und solche kleinen Kreisel funktionieren genau nach dem gleichen Prinzip und hier im Prinzip dieser Brummkreisel nicht. Das ist zumindest dieses Geräusch, was dadurch entsteht, wenn man da einfach nur diesen Kreisel zum Drehen bringt. Das ist genau das Gleiche. Das ist ein sogenanntes Wirbel-Aerophon. Nicht? Jetzt könnte man hier natürlich die Kulturgeschichte des Knopfes erzählen vom Paläolithikum. Also im Prinzip die ganze Eiszeit durch haben wir natürlich Knöpfe und sich Gedanken machen, wie weit zurück nun diese Wirbel-Aerophone überhaupt möglich wären. Ich spare mir das. Sie können sich das vorstellen. Das sind ganz einfache Instrumente, die im Tagesgebrauch hier hergestellt werden können und die sicherlich im archäologischen Befund immer wieder zu erwarten sind. Tatsächlich gibt es in den bildlichen Darstellungen so etwas erst relativ spät. Hier ein Beispiel von Zaries. Ich komme gleich darauf zurück. Diese wichtige Arbeit hier, da wird etwas erwähnt, was als Chrombos hier erwähnt wird, also Chrombos im Altgriechischen. Und Sie sehen es dann hier, eine Frau mit so einem Rhombion, die hier so eine Pyxis hält, ein Gefäß in der einen Hand und dann hat sie hier so einen Gegenstand, der erinnert nun an so einen Schnurrer. Wir haben hier einen relativ großen Scheibe, die wahrscheinlich so durchbohrt war. Da gehen hier so zwei Schnüre durch. Nicht, damit kann man das spielen und auch dieser kleine Eros hier, diese geflügelte Gestalt, ganz deutlich erkennbar. Zwei Schnüre, die durch einen Knopf gehen und dann im Prinzip durch dieses Auf- und Abziehen zum Klingen gebracht werden können. Das Ganze hat dann hier eine gewisse Rolle, spielt es hier bei den Mysterien, also da zauberhafter Klang, der da erzeugt wird, ja, nicht irgendwo, das muss sicherlich dann irgendwie verstärkt werden. Können Sie sich vorstellen, in so einer Säulenwandelhalle oder irgendwo, dass da jemand so rumschnurrt, vielleicht mit diesen größeren Scheiben erzeugt es dann dramatische Geräusche. Das wären auf jeden Fall hier im archäologischen Kontext die ältesten Darstellungen, die zumindest mir bekannt geworden sind. Ja, jetzt ein Musikstück hier von Midnight Oil, was uns in ein weiteres hochinteressantes Wirbel-Aerophon einführt. Hören wir da kurz rein. Temperature in my
Ja, ich kann es leider nicht so rhythmisch jetzt, dass ich hier auf Midnight Oil passe, aber das, was Sie da gehört haben, am Anfang und dann vor allen Dingen auch am Ende, muss dann irgendwann beschneiden, sonst wird es zu lang, ist ein Bull Roarer, der auch besungen wird in diesem Song. Wenn man so wollen, klassisches Wirbelaerophon, was vor allen Dingen in Australien bis heute, also ein typisches Instrument ist für die australischen Aborigines. Und solche Schwirrhölzer, so nennen wir die dann auf Deutsch, sind eine ganz alte Gruppe von Musikinstrumenten, die tatsächlich bis ins Paläolithikum nachgewiesen sind. Deswegen sind die hier vor allen Dingen sehr, sehr interessant für die Urgeschichte der Musik, weil sie im Prinzip in diese Gruppe der allerältesten Instrumente gehören. Und unter den Aerophonen wären es tatsächlich überhaupt die ältesten nachweisbaren Instrumente. Hier mal auf der Folie zwei Beispiele. Einmal der Klassiker hier, ein Aborigine, der hier so ein Bull Roarer oder Schwirrholz in der Hand hat. Und dann hier ein Beispiel, Mato Grosso aus Brasilien. Denn auch bei den Indios in Südamerika ist dieses Schwirrholz sehr, sehr weit verbreitet. Bis heute sind diese Gegenstände dort nachweisbar. Der Unterschied ist hier, dass dieser Bull Roarer oder dieses Schwirrholz hier an einem Stäbchen befestigt ist. Und dieser Stab ermöglicht es, dass man noch weiter ausschwingt und diesen Zwirn, an dem das Schwirrholz befestigt ist, noch weiter verdrehen kann. Nicht, weil wir müssen den vorher verwirbeln, damit er dann sozusagen in dieser Kreisbewegung sich auch nochmal in sich selbst dreht und dann möglichst starke Verwirbelungen entstehen. Und Sie können sich vorstellen, wenn man das Ganze auf einen Stab aufspannt, da kann man natürlich noch stärker rumwirbeln und der Sound wird im Prinzip nochmal verstärkt. Das Interessante am Schwirrholz ist tatsächlich dieser Klang, den es erzeugt. Denn es ist etwas sehr, sehr Niederfrequentes, was im menschlichen Hörbereich ganz unten da liegt. Also diese Geräusche sind ja nicht sehr laut, aber sie sind eben sehr niederfrequent und dadurch trotz ihrer geringen Lautstärke über sehr, sehr weite Distanzen zu hören. Und das scheint ja auch der Grund zu sein, warum diese Instrumente entwickelt wurden. Wir können sie gerade noch hören mit dem menschlichen Ohr und dann dröhnen sie aber über weite Strecken. Es ist ein Geräusch, was wir mit der menschlichen Stimme nicht hervorbringen können, auch sonst nicht mit dem menschlichen Körper und was deswegen hier auch so ein bisschen in diesen mythologischen Bereich hineingehört. Es gibt eine ganze Kosmologie, die sich um dieses Schwirrholz spannt, hier vor allen Dingen aus Australien sehr, sehr gut überliefert. Eine wichtige Arbeit hier von Ceres, ich sagte es schon im Zusammenhang mit den Schnurrern, ist hier diese, das Schwirrholz, Untersuchung über die Verbreitung und Bedeutung der Schwirren im Kult, Stuttgart 1942. Und da schauen Sie jetzt diese Karte an, hier ist hochinteressant, nicht nur der ganze amerikanische Kontinent im Prinzip hier von südlichen Argentinien bis nach Alaska ist belegt hier mit solchen Schwirren, sondern auch von Neuseeland über Australien, die ganzen südostasiatischen Inseln hier über Indien bis nach Europa und dann ganz Afrika südlich der Sahara ist voll mit Beispielen für solche Schwirrhölzer oder Schwirren. Die Beispiele, die nun Ceres hier bringt, sind auch ganz vielgestaltig. Wir sehen hier, häufig ist so diese Fischform ausschlaggebend. Das liegt nun daran, dass diese Gegenstände gerne mal so zugespitzt sein sollten, damit sie gut in der Luft wirbeln können. Dann gibt es aber auch Gegenstände, die sind so bemalt, hier beispielsweise mit menschlichen Figuren oder einfach ganz ornamental verziert. Und wichtig ist immer, dass wir ein Loch haben an einer Seite zur Aufhängung dieses Gegenstandes. Es kann aber auch sich hier um so eine Einkerbung handeln, an der wir dann die Schnur festbinden können. Oder hier im einfachsten Falle die Nummer 1 wäre das auch hier dieser Fischschwanz, an dem man dann diese Schnur festbinden kann. Es ist natürlich im Einzelfall immer schwer zu argumentieren, ob es sich hier um Schwirren handelt oder um Schwirrhölzer oder nicht um irgendwelche einfachen Amulette. Im Falle hier bei diesen ethnografischen Beispielen ist es natürlich die Überlieferung, die Analogie, die uns hier dahin führt. Im archäologischen Kontext, können Sie sich vorstellen, wird das Ganze schwieriger. Schon bei Ceres findet sich allerdings diese Karte hier der europäischen Verbreitung. Und wenn Sie jetzt hier auf die linke Seite schauen, ich hoffe, Sie können das erkennen, sind einige prähistorische Funde aufgeführt hier von der Dordogne über das Lohnetal bis nach Norddeutschland und dann nach Dänemark. Dann gibt es einige Beispiele hier aus der klassischen Antike, Kreta, unter Italien, Griechenland,
Thrakien und Phrygien. Und dann kommen im Prinzip volkskundliche Beispiele quer durch die Welt. Wenige Stücke sind hier bereits von Ceres auch aufgeführt, von denen, die ich Ihnen jetzt hier zeige. Da haben wir jetzt zunächst mal ein ganz wunderbares Stück, was ganz aufwendig hier ritzverziert ist. La Roche, La Linde in der Dordogne, ganz wunderbares Stück. Und dann hier drei Stücke, die unverziert sind, jeweils auch alle aus Frankreich. Von der Zeitstellung her sehen wir hier Magdalénia und Solutréa. Ich komme gleich darauf zu sprechen, wo wir uns da absolut chronologisch befinden. Wenn wir jetzt hier weiterschauen, dann tatsächlich auch gibt es einen mittelneolithischen Befund eines solchen Gegenstandes, der nun natürlich auch ein Amulett sein könnte. Leider fehlen hier die großen Maßstäbe. Die sind ungefähr alle so bis zu 15 cm lang. Das Stück hier ist etwas kleiner. Pritz Erbe, Erichower Land und Wustermark, Kreis Nauen, also offenbar zwei verschiedene Stücke. Ja, jetzt sehe ich es auch hier. Also das eine verzierte hier ist das abfotografierte und dann gibt es noch ein weiteres Stück hier. Beide sind bereits bei Ceres in dieser Arbeit von 1942 aufgeführt. Schauen wir hier mal so eine Darstellung an auf der Folie. Das muss man jetzt erklären. Es handelt sich hier im Prinzip das gesamte Pleistozän, was jetzt hier abgebildet ist. Und da haben wir hier ein wunderbares Archiv, was uns Temperaturschwankungen überliefert, und zwar jahregenau. Das ist das grönländische Eis. Da kann man bohren und findet dann Ablagerungen von Sauerstoffbläschen, die uns anzeigen, ob das Wasser im Ozean jeweils kalt oder warm war. Und da sehen wir nun hier diese Oszillation dieser Klimakurve. Immer wenn es hochgeht, wird es warm. Und wenn es runtergeht, wird es kalt. Wir haben dann hier verschiedene Glaziale und dann so Interstadiale, die hier immer im Wechsel auftreten. Wichtig für uns ist dann hier diese vorletzte große Eiszeit, Kälteperiode. Und dann sehen wir hier oben Solutréen. Das ist die Zeit des 26. und 24. Jahrtausend vor heute, nicht eine Kälteperiode, in der nun diese Schwirrhölzer hier erstmals auftauchen. Dann gibt es eine kurze Warmzeit und dann hier eine große, sehr, sehr lange Kälteperiode, die wir hier archäologisch verbinden mit dem Magdalénia. Dann am Ende, nicht der Eiszeit, wurde es warm. Es gibt nochmal einen kleinen Kälteeinbruch hier, ganz am Ende, so um 12.000 vor heute. Das ist die jüngere Dryas und danach einen rasanten Temperaturanstieg bis im Prinzip auf heutige Werte, die das Holozän ausmachen. Und am Anfang dieser Erwärmung, als die Wiederbewaldung hier in Mitteleuropa einsetzt, das ist nun die Zeit, wo sich die Jagdtechniken ändern, man auch neue Geräte schafft. Mikrolithen tauchen auf, die in Kompositgeräten eingearbeitet waren. Das ist nun diese Mittelsteinzeit. Zumindest hier in Mitteleuropa sprechen wir vom Mesolithikum, nicht aus der diese anderen Geräte stammen. Also, um es kurz zusammenzufassen, im Prinzip zwar nicht ganz so alt wie diese Flöten, die wir dann haben, aber hier archäologische Nachweise im Prinzip ab dem Solutréen und dann vor allen Dingen im Magdalénia bis in die Mittelsteinzeit. Und Sie können sich vorstellen, danach verschwinden diese Gegenstände nicht, denn wir haben sie ja heute auch ethnografisch hier durchaus auch in Europa, Kinderspielzeug auf jeden Fall nicht. Das ist etwas, was uns hier begleitet. Und Sie können sich vorstellen, in seiner Schlichtheit ist das natürlich sehr, sehr einfach herzustellen und wahrscheinlich noch sehr, sehr viel älter. Schwierigkeiten ergeben sich hier natürlich über das Material. Sie sind grundsätzlich mal aus organischen Materialien. Ja, es macht keinen Sinn, die irgendwie aus Stein zu fertigen. Und deswegen haben wir hier einen Nachweis und damit auch Überlieferungsproblem. Ja, um diese Gruppe abzuschließen, der freien Aerophone, noch diese Folie, nicht auch die Knallbüchse, Popgun auf Englisch oder Pistolet à Bouchon, nicht die Pistole mit dem Korken auf Französisch, gehören in diese Gruppe. Also wir haben eine Röhre, die verstopft wird mit einem Korken und dann haben wir hinten diesen Hebel, der im Prinzip die Luft in dem Kolben komprimiert und dann knallt dieser Korken raus. Nicht, das wäre auch so ein Explosiv-Aerophon. Auch diese Gegenstände gehören hier in die Gruppe der freien Aerophone und wären theoretisch auch hier archäologisch vorhanden. Allerdings können Sie sich vorstellen, nicht, wie wollen wir es nachweisen? Da haben wir immer das Problem,
Und deswegen kann ich Ihnen ja hier aus dem archäologischen Befund keine Beispiele bringen. Ich sagte es gerade im Beispiel des Schwirrholzes und der Schnurrer. Die erzeugen nun jeweils Klänge, die hier im Bereich von so etwa diesen unteren Herzzahlen liegen, hier bis von einem Kilohertz oder 0,1, nicht, das wären dann 100 Hertz, nicht bis 200, da ungefähr ist das angesiedelt. Da kommen wir hier so in diese Hörschwelle rein. Deswegen sind diese Instrumente hier interessant. Und jetzt, wenn wir weitergehen und zu den eigentlichen Blasinstrumenten kommen, die Gruppe 4.2 bei Hornbostel und Sachs, werden wir uns gleich mal beschäftigen mit Instrumenten, die extrem hohe Klänge erzeugen und die hier in diesem Bereich gehören, nah an der Schmerzgrenze. Also im Prinzip alles, was mit Luft erzeugt werden kann, kann hier die Extreme auch der Wahrnehmung von Musik ausreizen. Kurzer Blick auf die Systematik. Also wir haben 4, die Aerophone, dann wäre 4.2 die eigentlichen Blasinstrumente. Definitionskriterium nach Hornbostel und Sachs ist, dass die Tonerzeugung auf das Gerät selbst beschränkt bleibt. Also bei den freien Aerophonen nicht, da funktioniert es so nach außen, und bei den Blasinstrumenten oder den eigentlichen Aerophonen nicht, haben wir dann diese Lufterzeugung innerhalb der Röhre. Dazu gehört die große Gruppe 4.2.1, Schneideninstrumente oder Flöten. Wir sehen hier 3 verschiedene Beispiele. Wir können sie einmal quer anblasen oder längs anblasen, ohne Kernspalt. Das wäre die Möglichkeit, oder wir haben hier diesen Kernspalt. Entsprechend wird das Ganze dann auch nochmal unterschieden. Flöten ohne Kernspalt, um die wird es heute gehen. Und die ganze nächste Sitzung wird dann dominiert werden von den Flöten mit Kernspalt oder Spaltflöten. Heute geht es nur um diese Abbildung A und B, im Prinzip ohne Mundstück, ohne spezielle Zurichtung, nur an einem Rohr, ein Loch, entweder quer oder längs, und wie wir dort den Klang erzeugen, nicht? Und Sie werden schon drauf kommen, Flaschenblasen gehört hier in diese Gruppe B. Auch das wäre eine Längsflöte, die wir nun ohne Kernspalt spielen können. Die einfachsten Gegenstände im archäologischen Befund, die immer wieder als Pfeifen gehandelt werden, sind sogenannten Phalangen von verschiedenen Paarhufern. Hier mal ein Beispiel am Rothirsch, hier Cervus elaphus, sein Fuß. Wir sehen hier den gespaltenen Huf und dann hier die 3 Phalanxknochen. Hier einmal in der Aufsicht und einmal im Querschnitt. Es geht hier zunächst mal um die erste und die zweite Phalanx, die nun ganz wunderbar handliche Knochen hier erzeugen, die dann, wenn das mag, hier vergangen ist, auch hohl sind innen drin. Und da müssen wir im Prinzip nur ein Loch einbringen hier und hätten dann schon eine einfache Pfeife. So sieht das Ganze aus. Man kann es quer anblasen oder längs. Nicht das Längsanblasen sehen wir hier in den 2 Beispielen hier drüben. Und das erste auf der linken Seite wäre das quer angeblasene. Nun, Harrison hat sich hier damit beschäftigt, was ist da hörbar. Untersucht dann verschiedene Arten von Phalangen, die unterschiedlich groß sind. Und da ist nun interessant, wie weit die verlässlich zu hören sind. Da sagt er hier 1250 Meter, also das ist schon enorm, ja, also über einen Kilometer hörbar, also das ist schon fantastisch, ja. Und dann absolutes Limit, sagt er hier, bei 2 Kilometern, ja, also irre. Wenn Sie einen hellen Pfiff auf so einer Phalange erzeugen, das ist ein Geräusch, was, also unvorstellbar laut und weit, klingt aufgrund dieser hohen Frequenz nicht. Dann kommt hier noch die Frequenz hinzu, 3469 bei diesen kleinen, und die größeren dann kommen nicht ganz so weit, 250 bis 400 Meter. Und dann auch die Frequenz ist hier bei 2253. So erklärt sich nun diese Grafik. Also das sind nun auch Instrumente, die unbedingt dafür da sind, dass man Signale geben kann, die weit gehört werden können, nicht. Da ist auf jeden Fall der Wumms des Klanges, der damit erzeugt werden kann, von Relevanz. Deswegen sind diese Instrumente hier wichtig. Ja, schauen wir uns das an, wie sowas gefertigt werden kann. Hier mal experimentalarchäologisches Beispiel. Da hat jemand so einen Bürin, also so einen Bohrer aus Feuerstein, und ritzt hier so eine kleine Kerbe in den Knochen, und dann durch Drehen kann man dann so abschaben und erhält dann so ein Löchlein. Nicht, was dann auch entsprechend scharfkantig ist, sodass man hier reinblasen kann und so eine normale Knochenpfeife erhält.
Das andere hier in Schwarz-Weiß ist der Problemfall, denn wir können oft genug gar nicht sagen, ob diese Gegenstände intentionell gefertigt wurden oder ob es sich nicht doch um etwas handelt, was durch die Lagerung im Boden, also einen taphonomischen Prozess, entstanden ist. Wenn diese Phalangen hier in die Erde kommen und ein Steinchen draufdrücken, Sie sehen das hier durch den Erddruck, kann es auch sein, dass hier so ein Löchlein ausbricht, der kleine Knochensplitter, der da reingehört, dann durch die Witterung chemische Prozesse vergeht. Und dann hätten wir im Prinzip hier auch eine, ja, im Prinzip als Musikinstrument nutzbare Form, die aber erst im Laufe der Zeit durch das Alter entstanden ist und zu Zeiten, als dieser Knochen noch nicht in der Erde lag, war das im Prinzip noch kein Instrument. Das ist eben der Problemfall und deswegen müssen Sie die Augen gut offen halten als Archäologe und hier schauen, nicht Abnutzungsspuren sind da wichtig zu beobachten. Unter dem Mikroskop sollte man die Arbeitsspuren hier von Steingeräten auf jeden Fall am Knochen erkennen und von solchen Prozessen der Taphonomie hier unterscheiden können. Ja, mal unabhängig von diesen Fragen gibt es hier einiges, was veröffentlicht wurde an Phalangenpfeifen. Hier nun Beispiele aus Frankreich, die dem Magdalena angehören, also dieser Zeit hier am Ende der letzten Eiszeit. Hier nochmal aus dem oberen Paläolithikum, da ist jetzt keine genaue Zeitspanne angegeben. Die Länge ist aber angegeben, hier 4,9 cm, hier 3,8. Das wären mal so Beispiele, die so in die Eiszeit noch gehören, ins Jungpaläolithikum. Und dann gibt es sehr, sehr viele von diesen Phalangenpfeifen aus neolithischen Kontexten. Hier mal so ein Arrangement auf einem Stein von drei solchen Phalangen mit Bohrungen. Und dann bei Chlororé 2002 hier noch wiedergegeben ein Exemplar hier, L'Âge du Bronze steht da, also Bronzezeit, nämlich ein Fundplatz hier in Saint-Germain-en-Laye, also Frankreich, wo wir hier auch sehen, dass diese Gegenstände im Prinzip quer durch die mitteleuropäische Kulturgeschichte da sind. Bei diesem einen Stück hier in Farbe, glaube ich, erkennt man ganz gut, dieses Loch scheint geschabt zu sein, das ist so konisch zulaufend, das scheint tatsächlich ein Artefakt zu sein. Also menschengefertigt. Bei diesen anderen Stücken müsste man sich das im Detail angucken, um dann hier tatsächlich die intentionelle Fertigung von den taphonomischen Prozessen zu unterscheiden. Diese Phalangenknochen spielen eine ganz, ganz große Rolle bei heutigen Jäger und Sammlern in der Arktik. Hier mal Beispiele von den Inuit. Wir sehen es hier. Nicht, die haben so eine grob menschengestaltige Form, die dann hier benutzt wird. Also diese Gegenstände werden dann umhüllt, mit Kleidung versehen. Hier mal so ein schönes Beispiel, eine Kette dran, so ein Pferdeschweif hier noch dran oder Rentier. Wahrscheinlich und dann mit Stoff oder Fell überzogen. Also scheint dann doch ein Textil zu sein, weil hier erkennt man Muster drauf. Und da steht es hier, Tu Inuit Armangak, so heißen diese Gegenstände dort, Imitated Woman, ja, or Ingugab, Little Human, verlangt Dolls, ja, also Püppchen. Ne? Also zum Spielen kann man die auch benutzen. Und da kann natürlich auch sein, dass da irgendwie ein Loch reingehörte, wenn man daran irgendwas befestigen wollte. Also es wird noch mal komplizierter beim Nachweis, ob es sich hier um eine Flöte gehandelt hat oder nicht irgendwelche anderen Nutzungen dieser Knochen. Ja, kommen wir nun zu den letzten Aerophonen, die ich in der heutigen Sitzung Ihnen vorstellen möchte, die Längsflöten. Und zwar konkret die ohne Kernspalt. Im einfachsten Falle haben wir hier Röhren von großen Gräsern, also im Falle hier in Asien der Bambus, der sich ideal dazu eignet. Sie können sich auch vorstellen, von Vögeln zum Beispiel die Röhrenknochen, die ja auch hohl sind in den Flügeln zum Beispiel, die kann man aufsägen an beiden Ecken und Enden. Und dann hat man im Prinzip Röhren, in die man reinblasen kann. Und da hätte man eine einfache Panflöte, wenn man die so in Reihe schaltet. Hier mal ein Beispiel von den Salomoneninseln. Wir sehen hier die Fertigung von diesen Röhren. Diese Röhren, wie die zurechtgesägt werden, hier mit so einem einem Bogenbohrer, werden da so Löcher eingebracht, um die wahrscheinlich zu verschnüren. Und dann hier die Spielweise. Ist gar nicht so einfach, in so eine Panflöte reinzublasen. Nicht? Da muss man schon wirklich Blastechnik haben, vor allem wenn die so klein sind,
Nicht, das ist jetzt nicht so einfach wie auf der Flasche zu blasen, da braucht man schon ziemlich Wumms und man muss auch die Lippen gut spitzen. Dennoch ist das hier immer und überall zu erwarten, gerade weil diese Instrumente so einfach sind. Schauen wir uns die archäologischen Befunde durch. Wir haben hier tatsächlich ein Beispiel, auch wieder aus dem Magdalenjahr, so eine Röhre, die auch noch sehr, sehr schön ritzverziert ist. Hier ist noch eine Datierung angegeben, 12.000 vor Christus. Diese Röhre ist 23,5 cm lang. Und natürlich ist es nicht bewiesen, dass das jetzt eine Längsflöte war. Aber dieser hohle Knochen, muss man schauen hier, ist wahrscheinlich ein Vogelknochen, vermute ich mal. Das ist jetzt hier von der Beweisführung her natürlich sehr, sehr lückenhaft. Dann haben wir aus den Pfahlbauten hier ausgehendes Neolithikum aus den Alpen hier bei Grenoble. Diesen Fund, eine Röhre aus Holz, die nun wunderschön hier abgearbeitet ist, auch an dem einen Ende und theoretisch auch als Längsflöte hätte genutzt werden können. Ja, in einem dieser Musikenzyklopädien taucht nun hier dieses Ensemble auf, was so wunderschön ist. Verschiedene Knochen, Röhrchen, da wird die Tierart gar nicht angegeben. Wahrscheinlich Pfeifen einer Farnflöte steht dann hier. Die sind so durch so Ritzungen, parallele Ritzungen hier so im Zickzack verziert. Und sie können auch so zusammengebunden werden. Auf jeden Fall ist klar, der Fundplatz Gräberfeld von Kitoy an einem Fluss gleichen Namens, das ist ein Nebenfluss des Angara in Sibirien. Und die Zeitstellung wäre hier 4. bis 3. Jahrtausend vor Christus. Klarer wird es dann erst in der Bronzezeit der Ägäis, wo wir diese wunderbaren Kykladen-Idole haben aus Marmor, die uns ja hier Tänzer auch zeigen, verschiedene Figuren bei verschiedenen Tätigkeiten und auch immer wieder Musikanten, das ist ganz interessant. Und hier nun im Falle hält er sich so eine Art Brett ja so vor dem Mund. Allerdings ist der Kopf so weit zurückgelehnt, sodass man sich vorstellen kann, dass er so quer reinbläst in dieses Brett hier. Und in Analogie dann zu späteren Funden geht man hier davon aus, dass es sich tatsächlich um einen Panflötenspieler handelt. Schauen wir hier rauf. Da steht 2700 bis 2400. Das wäre dann für Kykladisch II. Die Figur ist 33,6 cm hoch und wird hier im Badischen Landesmuseum aufbewahrt. Und ich habe sie hier entnommen aus dem wunderschönen Kykladen-Katalog. Vor ein paar Jahren gab es da eine schöne Ausstellung mit diesen Figuren. Ja, die Bilderwelt der Eisenzeit im Alpenraum, die Hallstattzeit, ist sehr, sehr aufschlussreich, gerade auch was den Bereich des Rituellen anbelangt. Wir sehen hier eine der berühmten Situlen. Situla ist der lateinische Begriff für den Eimer. Es handelt sich hier offenbar um Trinkgefäße, was schon erhält aus dieser Detaildarstellung, die wir hier sehen. Wir sehen hier einen Diener, der nun so eine Situla trägt und in der anderen Hand hält er eine Kelle. Offenbar dienten diese Gefäße dazu, um Getränke, wahrscheinlich sogar alkoholische Getränke hier zu kredenzen. Die sind wahrscheinlich so angemischt worden. Und er reicht nun hier einem höher gestellten Menschen hier. Also die Person ist dadurch charakterisiert, dass sie auf einem Thron sitzt und auch noch dadurch herausgehoben, dass sie eine Kopfbedeckung trägt. Bläst nun hier ganz eindeutig auf seiner Panflöte, nicht? Und diesem Musizierenden wird hier dieses Getränk gereicht. Also im Prinzip ja, das Piano mit dem Bier drauf, das haben wir hier schon im ausgehenden 6. Jahrhundert vor Christus auf diesen Situlen. Nicht diese Situlen, das ist wunderbar. Diese Comicstrips hier aus der Eisenzeit verraten uns hier ganz viel. Auch über Musizierpraxis. Schauen Sie hier auf diese Umzeichnung auf der Situla von Providence. Da sehen wir dann etwas anderes. Zwei Personen, die sich hier so antithetisch gegenüber sitzen, die Panflöte spielen. Offenbar handelt es sich hier um einen musikalischen Wettstreit. Und zwar kann man das deswegen erschließen,
über Parallelen aus dem Raum der klassischen Antike, dann vor allen Dingen in späterer Zeit der griechischen Klassik, wo wir diese musikalischen Wettstreite kennen. Auch bei den Olympischen Spielen wurde musiziert. Es gab, genauso wie es Gedichtwettbewerbe gab, auch musikalische Wettstreite. Und da ging es dann in der Regel darum, dass man ein Gefäß gewinnt, also zum Beispiel diese Preisamphoren, wobei das Gefäß nicht eigentlich der Siegespreis war, sondern irgendeine Flüssigkeit, die in dem Gefäß aufbewahrt wurde. Bei den panathenäischen Preisamphoren wissen wir es, dass es Olivenöl war, wahrscheinlich besonders wertvolles Olivenöl. Und in einigen Fällen könnte es sich auch um Wein handeln. Denn dieses Gefäß, was hier in der Mitte steht, ist sehr, sehr groß. Und es könnte sich um so ein Krater handeln, eben ein Gefäß, in dem Wein gemischt wird. Und dann sehen wir dort noch einen Vogel sitzen, wahrscheinlich einen Raben. Und auch da müssen wir jetzt die klassische Antike bemühen. Denn die Kulturen der Hallstattzeit sind natürlich schriftlos, aber der Rabe ist natürlich der Vogel des Apoll. Und Apoll als Musenanführer ist natürlich auch derjenige, der hier in den Bereich der Musik verweist. Und nicht dieser Rabe könnte ja pars pro toto für den Apoll stehen als Richtergottheit, um zu urteilen, wer nun als Sieger hervorgeht in diesem Wettstreit. So könnte diese Ritzzeichnung hier, diese toreutische Darstellung auf einer Situle interpretiert werden. Schauen wir noch auf eine andere, hier von der Situla von Welzelach. Und da begegnet nun ein anderer Bereich wiederum dieser Musizierpraxis. Und auch diese Figuren spielen hier Panflöten. In einem Fall ist sie vollständig erhalten, einmal ist der Oberteil erhalten. Wir sehen aber sehr schön, wie da angeblasen wird. Auch hier nochmal eine weitere Figur, wo hier der Helmbusch noch ganz gut erhalten ist und das Oberteil. Und bei einer anderen sehen wir diese abgesägten in verschiedenen Größen Röhren. Diese Gestalten sind sehr einheitlich uniformiert. Sie tragen alle das gleiche Gewand und sie sind über den Helm mit ihrem Busch als Krieger charakterisiert. Und das ist nun das Spannende, offenbar so eine Militärparade, ja, so eine Militärkapelle, die dann auf Panflöten bläst. Nicht wie süß, nicht martialische irgendwie Lurenklänge oder irgendwelche Trompeten, sondern die blasen dann artig so auf ihre Panflöten und marschieren hier in Reihe und Glied. Also ganz interessant, hier im Prinzip drei Arten, verschiedene Arten von musikalischer Aufführungspraxis. Einmal beim Gelage, ja, höfisches Musizieren zusammen mit dem Trinken von alkoholischen Getränken, dann der musikalische Wettstreit und dann hier unten dieser militärische Bereich. Die Welt der klassischen Antike ist dann natürlich voll von diesen Panflöten. Hier mal ein Beispiel, was ich Ihnen deswegen ausgewählt habe, weil es zeigt, dass nicht unbedingt natürliche Röhren benutzt werden müssen, die dann in Reihe zusammengebunden werden, sondern hier mal ein Holz, und zwar ein ganz besonderes Holz, Buxus sempervirens steht hier, und das ist nichts anderes als der europäische Buchsbaum. Buchsbaumholz ist ja besonders zugfest, also das verformt sich sehr, sehr schlecht. Und deswegen kann das gut benutzt werden. Sie können sich vorstellen, wir haben dann ein Buchsbaumholz und müssen dann bloß noch reinbohren. Entsprechendes hat man hier getan, um hier eine Panflöte herzustellen. Sie können sich vorstellen, wenn solche Gegenstände existiert haben, sind die natürlich schlecht erhalten, weil Holz natürlich nur unter ganz, ganz bestimmten Umständen überliefert ist. Und im Falle haben wir hier Glück. Diese Flöte stammt aus Uitgeest. Das liegt nördlich von Amsterdam in den Niederlanden. Da in römischer Besiedlung am unteren Rhein und dann hier offenbar im Feuchtbodenbereich hat sich nun diese wunderbare Panflöte hier erhalten und zeigt uns, was möglich gewesen war. Und selbstredend ist natürlich dieser Bereich der klassischen Antike voll mit bildlichen Darstellungen. Da können wir querbeet gehen, also im Prinzip von den Anfängen bei den Kykladen-Idolen zieht sich das hin, bis hier die Darstellung natürlich immer wieder der Pan mit Daphnis, wie er hier ihm das Panflötenspiel darspielt, beibringt. Dann in der pompeianischen Wandmalerei haben wir diese Gestalten. Dann interessant, mit der Christianisierung hört das nicht etwa auf, sondern diese Panflöten gehören dann kanonisch immer wieder zum Bereich der Hirten hinzu. Und hier so eine Darstellung, frühe Darstellung von Christus als gutem Hirten, charakterisiert hier durch dieses Lämmchen, was sich verletzt hat, was er auf den Schultern trägt. Und auch dieser Hirt ist hier als solcher gekennzeichnet durch diese Flöte. Ein Signalinstrument,
Und da kommen wir natürlich rein in diese Hirtensignale von Karten wieder, wo wir gehört hatten, nicht jodeln gehört dazu, Rufen der Tiere, aber auch Signale geben durch solche Instrumente. Und dann als letztes Beispiel, hier unten links, sehen wir dann sogar eine Münze von Philippus Arabs aus dem 3. Jahrhundert nach Christus, 244 bis 49 ist die Prägezeit. Und da nun sehen wir hier auch eine Gestalt sitzend und sogar überdimensioniert wiedergegeben hier eine Panflöte. Ja, so viel zu den Längsflöten. In der nächsten Sitzung geht es dann weiter mit den Aerophonen, vor allen Dingen Flöten, Kernspaltflöten, das breite Spektrum, nicht diese ganzen berühmten Höhenfunde, das kommt dann in der nächsten Sitzung. Mittlerweile habe ich hier Verstärkung bekommen im Studio. Der berühmte Achim Frey sitzt jetzt hier im Studio und er wird uns das Ausklang-Musikstück bringen. Heute live hier bei uns und zwar mit zwei Instrumenten. Das eine unten ist eine Gitarre, gehört zu den Chordophonen, die kommen ganz am Ende, wahrscheinlich in der allerletzten Sitzung. Es geht aber vor allen Dingen um dieses Gerät, was er da vor dem Mund hat, eine Mundharmonika, die natürlich, wie wir jetzt gelernt haben, zu den Unterbrechungsaerophonen gehören. Ich hoffe, Sie schalten nächste Woche wieder ein und bis dann verabschiede ich mich. Tschüss. About the Rock Island Line. The Rock Island Line is a mighty good road going down to the south. At the beginning of the Rock Island Line, there was a mighty big tall gate. At the tall gate, there was a man sitting, and every coach and every train that was passing had to pay the man some money. And one day, there was a big train coming to the big tall gate of the Rock Island Line. The man said to the driver, "You have to pay me some money. Only if you have certain things on board, you don't have to pay me nothing." So the driver said to the man, "I got sheep, I got cows, I got horses, I got all livestock, I got all livestock, I got all livestock." The man said, "You can't drive for nothing." But now that the train got a little bit of speed and a little bit of steam and a little bit of speed and a little bit of steam, the driver shouted back to the man, "I fooled you, I fooled you. I got big iron, I got big iron, I got big